Natürlich. Lol. Schon so ein bisschen die Grundlage geschaffen sein, dass man zumindest so, ja okay, geht, ein bisschen frei reden kann und sowas. Und naja, ihr kennt das ja selber, ihr wollt euch ja auch nicht Let's Plays von irgendwelchen kleinen Kiddies anhören. Also, nee, das ist schon, ist, denke ich, habe ich schon alles ganz gut so geregelt. So, dann sind wir hier an dieser Ecke auch so weit durch, bis auf das da nochmal separat eine Höhle ist. Geht jetzt gerade nochmal auf, das scheint... ein Spinnenspawner. Ja, das scheint ein Spinnenspawner zu sein. Was ich extrem lustig eigentlich finde, weil die hier ja gar nicht rein... Oder das Höhlenspinnen. Nee, das sind normale Spinnen. Tja, dann haben die ja mal mega gelitten. Vor allem, weil die Skelette dann nebenbei noch... Ach nee, die schießen noch nicht die Skelette. Die gibt ja auch Sinn. Die Skelette stehen jetzt gerade schon so ein bisschen hier. Komm mal ran, Skelett. Aber die Spinnen, das ist ja ein Witz hier im Grunde genommen. Ja, Leute, warum haben die nicht so richtig an? Ihr dürft da nicht durchkommen. Ihr seid zwei Blöcke breit. Das könnt ihr nicht schaffen. Ich bin Gandalf und ihr kommt nicht vorbei. Okay, ja gut, das spawnen jetzt auch mit jedem Tick natürlich ganz viele. Müsste man gerade versuchen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob dann wirklich plötzlich gar keine mehr spawnen oder ob nur an der einen Ecke jetzt schon mal keine mehr spawnen oder allgemein weniger spawnen oder was. Aber so ist das ja. Ey, wir kommen an unsere Wolle. Das ist der große Vorteil. Also, da ist auch nochmal eine Fackel. So, jetzt spawnen wahrscheinlich werden dann ja schon nur noch... Komm, was soll's. Da hinten irgendwie welche. Ich werde das gerade auch einmal hier noch richtig schön aus Sicherheitsgründen alles entsprechend voll machen mit Fackeln. Gut. So, hier geht's dann auch noch weiter. Das mache ich jetzt erst einmal gerade zu und markiere das auch nochmal mit Fackeln. Dass ich weiß, dass ich da noch weiter muss. So, Spinnenspawner ist auch gesichert. Das ging im Prinzip ganz leicht durch den einfachen Trick. Hier nur einen Block breit. Das war ja easy going, muss ich ja zugeben. So. Dann gucken wir gleich mal, was in den Truhen so ist. Und wenn sich da jetzt vielleicht auch so Melonenkerne oder so verbergen, dann denke ich mal, werde ich auch sowieso erstmal gleich eine Pause einlegen. Wird sowieso mal Zeit, aber separat im Let's Play selbst wohl auch als nächstes mal die ganzen Farmen und sowas bauen. Das braucht ja auch alles nicht vollautomatisch sein oder sowas, ist ja nicht die Rede von, sondern es geht einfach ums Prinzip, dass man eben alles, was irgendwie hier möglich ist und zur Verfügung steht und so gemacht hat und machen kann und gemeistert hat und was nicht alles. Und ja, warum ist es denn da jetzt da oben hier so dunkel? Vielleicht Creeper, zack, bumm. Ich sehe es doch schon kommen. Ich sehe es doch schon kommen. Warum? Autsch, tue ich nichts dagegen. Aha, mein Gott, 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 mein Gott. Na, jetzt komme ich da nicht hoch. So eine Sauerei. So, das ganze Gold und so sollte man eigentlich natürlich in Sicherheit bringen. Aber das wäre ja langweilig. Da kennt ihr ja so ein bisschen meine Problematik. Hier scheint noch separat eine große Lava, hatte ich unten auch noch mal gesehen. Dann mache ich die hier jetzt mal einfach zu. Ist auch nur ein Block hoch, okay. Oh, hier haben wir noch eine versteckte Chest sozusagen. Die holen wir gleich natürlich auch mal, beziehungsweise guck mal, was so drin ist. Sandstein. Sind wir jetzt hier unter dem Wasser oder wo sind wir hier? Unter dem Teich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, in welcher Höhe wir so sind. Nein, ist ja im Prinzip auch egal. Ich wundere mich gerade nur, weil ich Sandstein auch von oben gar nicht gesehen habe auf dem Wasser. Naja. So, dann Kohle. Kohle können wir zwar auch mit unserem ganzen Holzgedöns selber machen, aber wie ihr schon wisst, Kohle kann man nie genug haben. Nie genug Kohle. Muhaha. So, ne? Da geht's runter. So und so und so und so. Ja, okay, das hatte mehr oder weniger gerade gut geklappt, aber immerhin hat es geklappt. So. Jetzt führt uns das hier wahrscheinlich schon wieder so halb in die nächste Höhle, oder? Na, noch sieht es nicht danach aus. Fackel, schwupp. Und, oh, da geht es auch noch weiter. Ist immer so ein bisschen wie wenn irgend so eine... Okay, hier ist jetzt zwar Ende, aber immer so ein bisschen wie wenn so eine Futterschnur ausgelegt wird oder sowas. Dass man so, ah, da geht's weiter und da geht's weiter und der unnachdenkliche Minecrafter rennt einfach mal den Weg schön entlang, da wo das Eisen liegt und
rennt dann mitten in irgendeine Falle rein oder so. Das wollen wir natürlich nicht erreichen hier. So, jetzt werfen wir erstmal... Dahinter ist noch ein Spawner dann, ne? Weil er jetzt schon wieder hier Dingens ist. Ach, da ist... So, hätte man das mal gleich gewusst. Und so langsam ergibt alles einen Sinn. Ja. Gut, dann werfen wir mal einen Blick in die schöne Truhe rein. Schwupp. Blaue Wolle, okay, schon fertig gefärbt. Auch gut. Ein Eisenblock, sprich 9 Eisen, auch schön. Ansonsten eigentlich nur Schrott. Mein Segen soll mir recht sein. Besser als gar nicht. So, alles einsammeln oder halt auch nicht. Gut, das müsste da ja 5 Minuten liegen bleiben. Dann werde ich gerade einmal den größten Müll oben in die Truhe schmeißen. Ein bisschen Erde und was weiß ich nicht. Ein bisschen Sand und die Bretter meinetwegen gerade auch, um es einmal einsammeln zu können. Schawupp. Und die Truhe noch. Okay, dann gehen wir erstmal wieder hoch. Beenden erstmal vorerst die Expedition hier. Und gucken erstmal, was wir hier an der Oberfläche jetzt noch so Schönes hinkriegen. So, wir werden wahrscheinlich keine 27 Faden haben. Nein, haben wir nicht. Denn mit 27 Faden könnten wir uns... Oh, wir haben aber jetzt einen Bogen und die ganzen Pfeile. Oh, das ist sehr schön. Mit, was wollte ich jetzt sagen? Mit 27 Faden hätten wir uns nämlich 3 Wolle machen können. Mit der wiederum wir uns dann ein Bettlein hätten machen können. Aber nein, das ist uns nicht gegönnt. Da kann man nichts machen. Hier die Bäume können einfach so weiter wachsen. Dann mache ich, glaube ich, gerade erstmal noch einen zweiten Ofen, damit das Ganze nochmal einen Zacken schneller geht. So, schwupp, da auch nochmal ein Stück Kohle rein. Und einmal das Eisen, einmal das Gold auf jeden Fall verarbeiten. Faden kann erst noch da rein, Schleimball da rein. Eisenblock, wie macht man das denn? So, ja, sehr schön. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Truhe kann in die Truhe. Hahaha. Und Apfelverpflegung. Ja, wir futtern mal gerade ein. Yummy. Knochen haben wir 35 durch die ganzen Abbauaktionen da von den Skeletten sozusagen. Dann betreibe ich gerade erstmal hier noch so ein bisschen Landwirtschaftssimulator sozusagen. Ich mache nochmal alles fertig, ernte nochmal alles ab. So, und warum wächst unser Zuckerrohr nicht? Liegt das an dem Baum? Könnte vermutlich sogar sein. Oh, das hat uns nur 8 Neues jetzt gegeben. Das ist ja selten, dass das hier nur wirklich einen Seed dann droppt. So. So. Wie viel haben wir diesmal? 7 wahrscheinlich. Nein, 11. Achso, ah, da war das Mikro nur so ein bisschen vor. Konnte man eigentlich schon gut sehen. Ah, 12, okay. 1, 2, 3, 4. Ah, nein, nicht den Weizen einpflanzen natürlich, mein Gott. So, dann ein paar lecker Brote kriegen wir damit ja hin. Oh, das passt sogar genau, weil wir hier noch 2 haben. Sehr schön, genau. So, den Bogen dahin, Fackel dahin, alles irgendwie so ein bisschen durchsortieren, so ein bisschen. Sofern das irgendwie möglich ist hier. Schwert mal dahin. Ach, wie mache ich denn das jetzt? Ah, da bin ich ja so ein, bisschen pingelig bin ich da, ja. Gut, so, die Kohle sortieren wir hier einfach mal nochmal zu. Schwupp, dann kann das Gold hier raus. Gold wird einfach eingelagert. Bretter nehmen wir mal gerade wieder raus. Dann kann damit zu. Und dann machen wir uns mal aus diesen Brettern hier erstmal noch viel mehr Sticks. So, dann können natürlich die Spinnenaugen da auch noch mit weg. Und können uns mit ordentlich Sticks auch nochmal ordentlich Zäune machen. 64 zumindest. Vorerst. Um hier gerade nochmal ein bisschen weiterzumachen. Hier der Sicherheitsaspekt, der soll ja nicht zu... Ach verdammt, wie mache ich denn das jetzt hier? Scheiße ich da jetzt einfach drauf? Also so gerade ziehen würde ich es jetzt gerade schon auf jeden Fall. Und dann vielleicht... Ach komm, was soll's? Wir haben die Erde doch im Prinzip, haben wir sie noch über. Ist ja im Grunde genommen ganz egal. Machen wir das lieber so, dann passt das besser. So, dann kann der da wieder weg. So, und da. Gut, dann Fackel und Fackel und Fackel und Fackel. Da fackel ich gar nicht lange rum. Ja, achso, wär gar nicht schlimm gewesen. Na gut. So, hier hätte ich gesagt, wollte ich dann wahrscheinlich die Island irgendwie ausbauen in die Richtung. Hier das gleiche Spiel. Ja gut, auf die, wo ich jetzt so nicht drankomme, da pfeife ich jetzt einfach einmal drauf.
aber zumindest die erreichbaren. Jetzt komme ich nicht um die Ecke. Wollte ich dann gerade doch schon einmal ganz gerne noch hier auf Höhe bringen. So. Dapp, dapp, dapp. Gut, das war es auch an Erde, die wir jetzt gerade zur Hand haben. Ist ja auch nicht weiter... Boah, das war gerade relativ knapp. Naja, ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir haben ja auch noch genug Erde auf Vorrat. Dann setze ich das hier einmal gerade einfach weiter. So, und dann irgendwie hier einmal gerade... Ach, der Baum, der steht mir mitten im Weg irgendwie. Den werde ich wohl einmal gerade wegreißen hier. So, jetzt kann ich hier auch durchlaufen und was nicht alles. Gleich viel, viel angenehmer. So, na, das war leider gerade doppelt verbaut, doppelt gemoppelt hier. So, okay, so, 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 und, na, ärgerlich, dann kommt der Baum jetzt auch gerade noch weg. So, und schwuppdi, wuppdi, wuppdi, Blätter, wuppdi. So, und zack, 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 sehr schön. Gut, das Ganze ausfackeln, damit es auch richtig schön schnieke aussieht hier. So, 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 und so, und so, und so, und so, und so, und so. Oh, hier ist das natürlich ein bisschen nervig. So, und so, und so, und so. Ja, hahaha, geht schön schnell. Und dann müssen da eigentlich Zauntore rein. Haben wir Zauntore? Wie gehen denn nochmal Zauntore? Ich glaube, ich weiß wie. Haha. Ja, ah, ja, göttlich. So, das einmal so verarbeiten, ganz nebenbei, und dann können wir hier noch, weil wir jetzt hier ja Zauntore haben, da und da nochmal eine hin, nochmal separat, naja, sieht hier ein bisschen stumpf aus, na egal. So, dann restliche Erde, oder zumindest noch ein bisschen mehr Erde, diese neuen Setzlinge, da könnten wir eigentlich schon fast wieder mal eine Plattform machen oder so, um die irgendwie alle anpflanzen zu können. Mittlerweile haben wir ja doch schon so ein paar mehr Bäume, als wir eigentlich unbedingt bräuchten. Ich hacke die hier erst einmal noch runter. Fürs Haus brauchen wir nun auch noch mal Holz. Ein bisschen was auf Vorrat zu haben, ist auch nicht schlecht. Das geht schon in Ordnung so. Gut, gut. So, mit dem Zaun sind wir soweit durch. Mit den Fackeln sind wir soweit durch. Das läuft ja alles hier. Hier sieht es ein bisschen stumpf aus, ist jetzt aber auch egal. Die Fackeln hier am Rande können eigentlich dann auch soweit weg. Im Gegenzug dazu sozusagen. Die da lasse ich mal noch über. Die Sepplinge natürlich alle schön einsammeln. So, und dann verarbeite ich einmal gerade das noch. Und werde... Das kann ich natürlich... ich bin gerade am Überlegen, wo ich denn jetzt und wie ich denn jetzt das Haus mache. Ich denke, damit werde ich dann wohl einfach in der nächsten Folge direkt anfangen. Dann machen wir hier gerade nur noch so ein bisschen Vorbereitung schon mal, um hier wirklich diese eigentliche Plattform sozusagen dann auch zu bauen. Hier erstmal einfach vielleicht so ein bisschen Weg nach draußen. Ich baue das jetzt einfach gerade mal. Ja. Scheiße. Irgendwas Wichtiges dabei? Nein, doch die Diamantfeldhacke. Ja, okay, die ist nicht super wichtig, aber... Okay, zumindest spawnen wir hier drauf und... Ach, das ist jetzt natürlich ärgerlich, gerade wo ich jetzt gleich losmachen wollte, ey, aber... Zumindest hatten wir nichts super Wichtiges dabei. Es ist um die Feldhacke ein bisschen schade jetzt gerade, weil natürlich die aus Diamant war. Aber wie gesagt, Eisen haben wir jede Menge und wir haben unendlich... Stein können wir uns machen, Cobblestone Generator und was nicht alles. Ich mache gerade noch einmal, damit ich auch dran denke, den zu machen, mir schon mal einen Eimer. Das erinnert mich dann auf jeden Fall nochmal dran. Naja, ist jetzt gerade ein bisschen ärgerlich und vor allen Dingen habe ich Shift gedrückt. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie das passieren konnte, aber naja, zwischendurch ist das halt so, kann man nichts machen. Naja. So, dann sortieren wir das hier mal gerade noch so ein bisschen durch. Moment, wir können doch auch, zack, nee, können wir nicht, da muss ich klicken, ne? Putz. Ja, ist jetzt ein bisschen komisch sortiert, aber was soll's. Gut, dann... ja gut. Machen wir. Eins wollte ich gerade noch... Ah, wir haben keine Steine mehr. Moment, haben wir gar keine Steine? Nee. Wir haben auch gar kein Holz mehr. Da muss ich erst wieder hier anfangen, das von Hand abzubauen. Boah, da habe ich jetzt aber keinen Bock zu. Ich mache nur einmal gerade das hier, um mir gerade nochmal schnell eine Axt zu machen, eine neue aus Holz, damit ich daran denke.
So, und ach fuck, jetzt fehlt mir ja auch noch viel. Ach komm, ich mache jetzt einfach Schluss. Wir machen einfach beim nächsten Mal uns hier gerade die Werkzeuge wieder neu, machen hier dann weiter, bauen das Haus und was noch so alles geplant ist. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass es einigermaßen unterhaltsam war, dass ihr vor allen Dingen die Karte auch vielleicht noch nicht so ganz in- und auswendig kanntet. Sonst wird das relativ schwierig mit dem unterhaltsam war. Aber soll wohl glücken. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass ihr auch in den nächsten Folgen wieder einschaltet. Und dann sehen wir uns. Ciao, ciao.